Wer heißen Sie? Peter Christian. Ich bin der sportliche Leiter im Bereich von U6 bis zu der U12 bei SC Kolumbia Floridsdorf. Wie fanden Sie das Spiel von der U6 und U7? Also man sieht mit Herz alle Kinder dabei und unsere Jüngsten, die 4- und 5-Jährigen, haben heute schon ihr erstes Spiel gemacht und gewonnen. Obwohl Gewinnen nicht zählt, sondern es zählt immer die Ausbildung, wie brav und wie schön sie spielen. Und war es sehr schön zu sehen, wie Sie ihr erstes Spiel gespielt haben, die neue? Ja, das war sehr schön. Man lernt, also man sieht, wie sie gelernt haben schon beim Training und haben es schon probiert, bei Matches dann umzusetzen. Und da hat man viele schöne Spielzüge, viele Tricks und viele Pass schon gesehen bei den ganz Kleinsten. War ein super Spiel. In der U6, wie viele Jahre waren die Kleinen circa? Die Jüngste war 4 Jahre, also zwei Vierjährige, ein Fünfjähriger und ein zweiter Fünfjähriger und ein Mädchen, noch ein Fünfjähriges. Ja, danke für das Interview und gerne. Tschüss. Tschüss, ich hoffe für Laurent Harich auf YouTube, dass man liken kann, okay? Danke dir. Danke. Und und die U6, U7 sind gerade. Okay. Ach, das sind trainieren schon Columbia. Das war wow. Und dann. Und sie hält ihn wieder. Bravo. Ja, Dorfeld machen gerade Autoentwurf trainieren und schießen. Ja. Das Spiel an, Anfangslied singen, ist dort die U7 und hier ist die U6. Beide beginnen gleich gleichzeitig zu spielen. Dann werden wir sehen, wer wo gewinnen wird. Sieht so aus, als wäre Antonia doch nicht Tormann. Werden wir mal sehen, wer gewinnen wird. Das Spiel beginnt gleich und die Spannung läuft. Ja. Währenddessen macht die U6, dehnen sich schon ein bisschen. Dehnen sich ein bisschen, bevor das Spiel anfängt. Und wir hoffen, beide von denen werden gewinnen. Auch die Neuen von der U6. Gut. Die U6 beginnt schon. Das Spiel beginnt und der Ball ist draußen bei FC Donaufach. Der Ball ist draußen, Tormann hat Ball. Er läuft mit dem Ball. Und dann macht er die Banane unterwegs. Währenddessen hat die U6 schon ihr erstes Tor gemacht und mit dem Anschluss beginnen. In Columbia, die U7 schießt und der passt. Gian'Antonia, Antonia passt zurück. Die machen einen Dreieckpass. Und der Tormann ist vorne. Da kommt die Chance. Der Columbia und U6 Columbia macht das zweite Tor. Okay. So. Und das Verfällt. Und das Spiel beginnt schon. Bei der U6. Hier. Columbia bekommt den Ball. Jetzt ist Freistoß von Donaufeld. Und Tor für Donaufeld. Antonia macht die Ecke und die passt. Oh, leider, hat viel gekostet. Ja, die anderen auf der rechten Seite. Und Donaufeld hat ein Tor. Donaufeld hat das Tor. Wir kämpfen um den Ball. Er wird nicht auf den Ball hinaus, nach vorne zu schießen. Ja, und Donaufeld hat den Ball und Tormann hat mit dem Fuß wieder Ecke. Und die schießen.
Oh, und fast Tor. Warte, das waren 3-2 Stunden für die Wiese gewachsen. Und aus Ebel schießt Tor. Wieder ein Tor, so viertes Tor. Löhne fällt an. Kommt der Pass. Und Kolumbien hat ein Tor geschossen, war da 7. Der 6 ist im Ball. Passen miteinander. Nur 7 schießt Tor schon wieder. Dann steht er wieder auf. Und dann. Der Torwart schießt nochmal. Der Torwart hält. Von Kolumbien. Ich bin dafür, dass man näher zum Tor laufen. Der Torwart am Ball. Bei der 7. Und der Ball ist draußen. Kolumbien, 6 hat den Ball. Oh. Und Anton hat den Ball, den Pass. Und das jetzt? Der Tor hat noch Ball gehalten. Luna fällt hat den Ball, macht ein Dreieck. Kolumbien hat den Ball weggegeben. Anton hat den Ball, sie passt ihn. Schießt. Der Torwart hält ihn, aber der ging trotzdem hinein. Er hält den Ball ins Tor. Das war ein guter Witz. Ja, das ist der U6. Er kommt den Ball. Kolumbia, Nummer 4. Hält den Ball. Kolumbia passt zu Antonia. Kolumbia hat den Ball. Nummer 2 schießt und Tor. Und Anton hat den Ball, schießt den Ball weg. Und den Ball. Und dann. 8 zu 2. Antonia hat den Ball, verliert den Ball. Auch die zwei kämpfen weiter. Nummer 2 kämpft weiter. Gewinnt den Zweikampf, aber der Ball geht raus. Jetzt ist ein Eckball für Donnerfeld. Da kommt der Ball, aber Antonia blockt den Ball. Baut der Einwurf. Antonia macht den Einwurf. Ja, bei der U6 kämpfen die weiter. U7 hat die Nummer 8 den Ball. Und jetzt, es gibt jetzt einen Foul. Für Kolumbien. Und das ist bei der U6. Kommt der Ball. Aber der Ball. Bei der U7 ist jetzt ein Freistoß. Der Tormann. Und ein Tor bei der bei Kolumbien. Jetzt wird gewechselt, die alle von Donnerfeld. Und jetzt ist gerade bei der U6 ein Tor passiert. Hat gerade Kolumbien von der U6 ein Tor kassiert. Die Torfrau läuft, aber der Ball geht raus. Der Torwart macht Einwurf. Und passt Nummer 11. Nummer 11 bekommt den Ball. Holt sich den Ball. Aber der Ball kommt da vorne. Nummer 11 hat den Ball. Schießt. Macht eine Flanke, weil ich. Nummer 9 schießt und trifft! Ball kommt zu Antonia. Und die Nummer 7 passt zu Nummer 6, Antonia. Antonia hat den Ball, passt zum Tormann. Tormann nimmt den Ball in die Hand. Und passt der Nummer. Eckball für Donnerfeld. Da kommt die Flanke, Antonia schafft das mit der Brust, den Ball weg zu schießen. Von Donnerfeld hat der Ball, Antonia kämpft. Von Donnerfeld tut sich der Ball und schießt und trifft. Ja, nur 6 verliert gegen Nummer 6.
Der kommt weiter. Und Abstoß. Und Tor von der Nummer 7. Ja, mein. Ja, super, Antonia. Und Tor Nummer 7 schon wieder. Und gewinnt der Zweikampf. Und Tor Nummer 7 mit dem Freistoß. Geht da vorne, läuft nach vorne. Verliert den Ball aber gegen die 7. Den Pass nach hinten zu Antonia. Antonia passt zur Nummer 8. Ja, 8. Verliert den, Nummer 8 verliert den Ball und der Ball geht raus. Der Thomas hat den Ball. Nummer 6, Antonio hat den Ball. Bald runter, verliert den Ball. Nummer 11 hat den Ball, verliert den Ball gegen die Nummer 6. Nummer 4 hat den Ball, verliert den Ball. Von Columbia. Nummer 2 hat jetzt den Ball. Entschuldigung, wollen Sie ein Interview machen über das ein kleines Stück? Ein kleines Interview über das Spiel machen. Von mir aus. Okay. Ist es okay, wenn es auf YouTube geht? Bitte? Ist es okay, wenn es auf YouTube geht? Ja, ja, kein Problem. Kein Problem. Okay. Wie heißen Sie eigentlich? Ich bin der Siegfried Russ. Und wie fanden Sie heute das Spiel mit der Ihrer U7? Ich fand super. Ich glaube, die Kinder haben viel Spaß gehabt, die Eltern haben Spaß gehabt. Das ist das Wichtigste. Und das war sicher ein spannendes Spiel, weil ja, die hatten sehr viele Chancen, aber manchmal haben sie es nicht ausgenutzt oder der Ball ist irgendwo weggeflogen. Ja, das ist, wenn die Kinder noch so klein sind, die sind beim Lernen. Und deswegen sind die Spiele wichtig, weil in jedem Spiel können sie was lernen. Weißt? Welchem Verein sind Sie? Wir sind beim SR Donaufeld. Ja. Ja. Geht. Danke für das Interview und tschüss. Okay, Papa. Okay. Wie heißen Sie? Jenny. Wie fanden Sie das Spiel heute? Waren sehr brav. Die Kleinen haben das gemacht, was wir im Training gemacht haben. War super. Und wie fanden Sie das Spiel? Weil ihr habt ja sehr viele Tore kassiert, aber sonst war das ein spannendes Spiel. Ja, wir haben auch genug geschossen. Das sind die Kleinen, die sind 3-4, da geht sowieso offiziell jedes Match 0-0 aus. Ist rein zum Lernen, das ist ganz egal. Ja, und welchen Verein spielen Sie? Trainieren Sie? Donaufeld. Ja, danke für das Interview und tschüss. Danke. Wie fanden Sie euer erstes Spiel? Also schön. Und wie heißt du? Magdalena. Wie fandest du dein erstes Spiel? Gut. Und wie heißt du? Mia. Mia. Ja. Welche U seid ihr? Columbia. Und welche U seid ihr? Columbiana. Hast du Spaß? Hattet ihr Spaß beim Spielen? Ja. Hat einer von euch vielleicht Tore geschossen? Ja. Ja. Wer war das? Wie viele Tore hast du geschossen? Fünf. Eigentlich ur viele.
Super. Danke für das Interview und tschüss. 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 Hallo.